Wenn du im Internet auf Plattformen Geld verdienst, dann gibt es jetzt eine neue gesetzliche Regelung, die du unbedingt kennen solltest. Alle Informationen dazu erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und seit dem 1. Januar 2023 gilt das sogenannte Plattformsteuertransparenzgesetz. Ein unglaublich langes Wort. Doch was bedeutet das? Alle Plattformen, über die du im Internet Geld verdienen kannst, die melden deine Umsätze jetzt an das Finanzamt. Was das genau für dich bedeutet und was das für Konsequenzen hat, das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Schauen wir uns als erstes einmal an, welche Plattformen eigentlich genau betroffen sind. Und da schreibt das Gesetz: Eine digitale Plattform ist jedes System auf Basis von digitalen Technologien, das es Nutzern ermöglicht, mithilfe von Software über das Internet miteinander in Kontakt zu treten und Transaktionen abzuschließen. Das heißt, auf der Plattform muss sowohl die Kommunikation als auch die Transaktion stattfinden. Das ist zum Beispiel bei Kleinanzeigenportalen nicht der Fall. Wenn ich mir zum Beispiel mobile.de anschaue, kann ich da mein Auto veröffentlichen und zum Verkauf anbieten, aber die Transaktion findet auf dieser Plattform nicht statt. Das heißt, mobile.de ist davon nicht betroffen. Aber wenn wir einmal darüber nachdenken, welche Plattform es eigentlich so im Internet gibt, mit denen man Geld verdienen kann, dann sind das wahnsinnig viele Plattformen. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Wir reden zum Beispiel von eBay und Amazon und Vinted und Etsy, aber auch von zum Beispiel Airbnb oder Upwork oder Fiverr, aber auch Lieferando beispielsweise und auch so Carsharing-Angebote, wo du dein Auto zur Verfügung stellen kannst oder aber auch BlaBlaCar. Wenn du auf diesen Plattformen Umsätze machst, dann führt das in Zukunft dazu, dass diese Umsätze von der Plattform an das Finanzamt gemeldet werden und das Finanzamt also weiß, wie viel Umsatz du da genau gemacht hast. Außerdem listet das Gesetz die Umsätze auf, die gemeldet werden. Also es gibt bestimmte Tätigkeiten, die an das Finanzamt gemeldet werden. Dazu gehört einmal der Verkauf von Waren, also ganz konkret eBay, Amazon, Marketplace und so weiter. Aber auch die Erbringung von Dienstleistungen, also beispielsweise Upwork oder Fiverr oder aber auch Malt. Oder aber auch die zeitweilige Überlassung von Rechten an Immobilien. Was ist das? Wenn du auf eBay beispielsweise für 2 Wochen eine Ferienwohnung buchst, dann ist das eine rechte Überlassung für diese Wohnung für diese 2 Wochen. Das heißt, auch Airbnb ist erfasst. Außerdem schreibt das Gesetz noch die zeitweilige Überlastung von Rechten an Fahrzeugen. Das heißt zum Beispiel Carsharing-Plattformen. Da gibt es ein paar Carsharing-Plattformen, wo du dein Auto zur Verfügung stellst. Das heißt, auch wenn du sowas nutzt, dann werden deine Umsätze an das Finanzamt gemeldet. Allerdings wird nicht jeder Umsatz ab dem 1. Euro sofort beim Finanzamt landen. Es gibt so ein Prüfschema. Wenn du beispielsweise gebrauchte Klamotten über Vinted verkaufst, früher Kleiderkreise, dann prüft die Plattform erstmal, wie viele Transaktionen hattest du überhaupt in einem Jahr. Wenn du mehr als 30 Transaktionen hattest, dann wird dein gesamter Umsatz an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet. Wenn du weniger als 30 Transaktionen hattest, wird geprüft, ob du über oder unter 2.000 Euro gesamten Umsatz hattest. Und wenn du über 2.000 Euro liegst, auch dann gibt es eine Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern. Wenn du allerdings unter 30 Transaktionen pro Jahr hattest und unter 2.000 Euro Umsatz lagst, dann gibt es auch keine Meldung an das Finanzamt. Das Ganze hat den Hintergrund, dass das Finanzamt gar kein Interesse an deinen privaten Transaktionen hat. Das Finanzamt möchte wissen, wenn du da gewerblich tätig bist und möchte vermeiden, dass da Steuern hinterzogen werden und Einnahmen nicht angegeben werden. Du kannst aber weiterhin deine gebrauchten Klamotten über Vinted verkaufen oder aber auch gebrauchtes Spielzeug irgendwie über eBay verkaufen. Das ist überhaupt gar kein Problem, kannst du nach wie vor machen und ist auch nach wie vor nicht steuerpflichtig. Diese Grenzen haben übrigens überhaupt nichts mit deiner Steuerpflicht zu tun. Diese Grenzen gelten wirklich nur für die Plattform und wenn du diese Grenzen überschritten hast, werden deine Daten an das Finanzamt übermittelt. Das bedeutet aber nicht, dass du zwingend auch darauf Steuern zahlen musst. Es kann durchaus sein, dass du über 30 Transaktionen im Jahr hattest und auch über 2.000 Euro Umsatz gemacht hast und trotzdem keine Steuern zahlen musst. Und es kann im Umkehrschluss auch sein, dass du unter 20 Transaktionen hattest und unter 2.000 Euro Umsatz gemacht hast und trotzdem Steuern zahlen musst. Das heißt, die Steuerpflicht und diese Grenzen haben einfach gar nichts miteinander zu tun. Das sehe ich auf Social Media jetzt schon zigfach, dass das falsch verstanden wird. Wenn du zum Beispiel einen Dachboden hast und diesen Dachboden einmal aussortierst, dann kann das durchaus sein, dass du mehr als 30 Sachen zum Beispiel auf eBay verkaufst. Das heißt, mehr als 30 Transaktionen. Und es kann auch sehr gut sein, dass du mehr als 2.000 Euro dadurch Umsatz machst. Das heißt, da geht dann eine Meldung von eBay an das Bundeszentralamt für Steuern. Da das aber ein Privatverkauf ist, musst du das nicht versteuern, weil es keine nachhaltige Tätigkeit ist. Wenn du allerdings 5 Dachböden pro Jahr aussortierst oder 5 Keller hast, die du ausmisten kannst, dann
weißt du jetzt, das Finanzamt bekommt die Info über deine Volumen und deine Transaktionen und das ist zumindest ein Grund, skeptisch zu werden, warum auch immer du 5 Dachböden haben solltest. Das heißt, es ist ja schon mal ein starker Indikator, dass du vielleicht selbstständig tätig bist und dass das doch kein Privatverkauf war. Und diese Information hat das Finanzamt in Zukunft. Doch wann musst du eigentlich Steuern bezahlen? Wenn ich schon sage, die Grenzen haben nichts mit der Steuerpflicht zu tun, ab wann gilt denn die Steuerpflicht? Und da müssen wir getrennt betrachten, die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer. Und für die Einkommensteuer gibt es eine Definition in § 15 Absatz 2 Einkommensteuergesetz. Und die schauen wir uns einmal an. Da steht, eine selbstständige, nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb. Da stehen einige spannende Dinge drin. Zum Beispiel eine selbstständige, nachhaltige Betätigung. Wenn du deinen Dachboden aussortierst, ist das keine nachhaltige Tätigkeit. Das machst du einmal und danach ist dein Dachboden aufgeräumt und du hast den ganzen Krempel, den du nicht mehr brauchtest, verkauft. Das heißt, das ist keine nachhaltige Tätigkeit und damit kein Gewerbebetrieb und damit auch nicht einkommensteuerpflichtig. Außerdem ist ein ganz wichtiger Punkt, die Absicht, Gewinn zu erzielen. Und da fliegen alle möglichen Sammler, Hobbys und so weiter raus. Das heißt, wenn du gerne strickst und die ganze Zeit strickst und den ganzen Krempel irgendwie loswerden möchtest und deswegen packst du ihn auf Etsy für ein paar Euro, du bezahlst aber insgesamt eigentlich immer mehr für dein Equipment, für dein Hobby, als du Umsätze erzielst, dann ist das keine Absicht, Gewinn zu erzielen. In diesem Zusammenhang solltest du unbedingt das Wort Liebhaberei einmal gehört haben. Wenn du nicht weißt, was das ist, findest du oben rechts einmal ein Video verlinkt. Dann gehe ich ganz speziell darauf ein, was eigentlich Liebhaberei ist. Der BFH hat übrigens schon mal genauer definiert, was eigentlich nachhaltig ist. BFH ist der Bundesfinanzhof, das ist das oberste Finanzgericht in Deutschland. Und der hat in einem Urteil einmal gesagt, dass bei eBay, also es ging konkret um den eBay-Händler, ab 100 Auktionen pro Jahr, also 100 Verkäufen, 100 Transaktionen, kann man von einer nachhaltigen Tätigkeit sprechen. Das Ganze ist übrigens nur die Einkommensteuer. Das heißt, hier wissen wir jetzt, ob du Einkommensteuer zahlen musst. Die Umsatzsteuer muss davon tatsächlich getrennt betrachtet werden. Bei der Umsatzsteuer geht es nämlich nicht um die Gewinnerzielungsabsicht, sondern nur die Absicht, Einnahmen zu erzielen. Und Einnahmen ist erstmal nur Umsatz. Und die hast du eigentlich fast immer, wenn du so eine Plattform nutzt. Wenn du deinen Dachboden ausräumst und da jetzt alten Kram auf eBay verkaufst, dann machst du das ja, um Umsatz zu machen. Das heißt, für die Umsatzsteuer ist die Gewinnerzielungsabsicht nicht notwendig. Das bedeutet allerdings auch nicht, dass du sofort Umsatzsteuer zahlen musst, weil du bis 22.000 Euro nachhaltigen Umsatz ja die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen kannst. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann schau auch jetzt mal oben rechts einmal vorbei. Da verlinke ich dir ein Video, wo ich erkläre, was die Kleinunternehmerregelung ist. Hier an dieser Stelle ist für dich nur wichtig. Das Ganze musst du trennen. Also die Einkommensteuerpflicht und die Umsatzsteuerpflicht musst du trennen. Und theoretisch ist es auch möglich, dass du ein Hobby hast, also eine Liebhaberei hast und da so hohe Umsätze machst, dass du trotzdem umsatzsteuerpflichtig bist. Also es ist durchaus möglich, dass du keine Einkommensteuer, aber Umsatzsteuer zahlen musst. Wenn es reine private Tätigkeiten sind, die nicht nachhaltig sind, dann musst du dir darüber aber auch keine Gedanken machen, dann bist du gar nicht steuerpflichtig. Dieses Gesetz gilt seit dem 1. Januar 2023. Doch wie läuft das Ganze jetzt ab? Diese Plattformen müssen die Daten einmal im Jahr bis Ende Januar, also bis zum 31. Januar des Folgejahres, an das Bundeszentralamt für Steuern melden. Das heißt, weil das Gesetz jetzt seit dem 1. Januar 2023 gilt, wird die erste Meldung bis zum 31. Januar 2024 gemacht. Und das Bundeszentralamt für Steuern verteilt diese Informationen dann an die einzelnen Finanzämter. Also in deinem konkreten Fall wandern die Informationen zum Beispiel von Upwork an das Bundeszentralamt für Steuern, dann an das Finanzamt, wo du deinen Sitz hast. Und das Finanzamt macht denn damit etwas? Das Finanzamt prüft nämlich zum Beispiel, ob du wirklich alle Umsätze angegeben hast, ob du überhaupt Umsätze angegeben hast. Und wenn da Auffälligkeiten sind, dann kannst du ziemlich sicher mit einer Betriebsprüfung rechnen. Wenn alles in Ordnung ist, dann ist alles in Ordnung. Eine Frage, die ich in diesem Zusammenhang relativ häufig höre, ist die Frage nach den Daten. Also welche Daten werden eigentlich konkret übermittelt? Und das sind ehrlicherweise ziemlich viele Informationen. Einmal dein Name, aber auch dein Geburtsdatum und deine Adresse und deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Das ist diese eine Nummer, die es nur einmal gibt und die du zur Geburt bekommst. Mit dieser Steueridentifikationsnummer kann man dich einmalig identifizieren. Wenn du sie angegeben hast, wird aber auch die Umsatzsteueridentifikationsnummer übermittelt und das Auszahlungskonto, also deine Bankverbindung oder dein PayPal-Konto. Das heißt, wohin geht das Geld eigentlich? Und dann der ganze inhaltliche Part. Also wie viel Umsatz hast du insgesamt in einem Jahr auf dieser Plattform gemacht und wie viele Transaktionen waren das? Das möchte das Finanzamt wissen, um abschätzen zu können, ob das Ganze eine nachhaltige Tätigkeit ist. Das sind diese Informationen, die einmal im Jahr von den Plattformen an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet werden. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen ersten guten Überblick über das Plattformsteuertransparenzgesetz geben. Wenn du
noch Fragen dazu hast, dann schreib bitte jetzt einen Kommentar unter diesem Video. Ich werde in den nächsten Tagen nämlich ein Q&A-Video dazu aufnehmen und dann kann ich auch auf deine Fragen eingehen. Wenn du in der Vergangenheit Umsätze auf solchen Plattformen gemacht hast und das auch nachhaltig war und du damit auch Gewinne erzielt hast, dann ist jetzt der letzte Moment, wo du dich unbedingt selbstständig anmelden solltest und ein Gewerbe anmelden solltest und tatsächlich deine Steuern zahlen solltest. Dafür musst du dich selbstständig machen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann können wir dir gerne helfen. Wir sind spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir ganz konkret bei deiner vielleicht zukünftigen Selbstständigkeit helfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Kannst aber natürlich auch die weiteren Videos auf diesem Kanal erstmal anschauen, um ein besseres Bild zu bekommen, zum Beispiel das hier oder das hier.